Hallo und willkommen zu Solid Snake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute wieder mal die Hexe. Ja, und ich hoffe, ich verwünsche hier alle Hex Hex. So, aber ich sehe hier noch niemanden. Vielleicht hier hinten? Hier hinten sind zumindest ein paar Fenster. Wo sind die denn? Die sind doch... wo bin ich überhaupt? Ah, hier sind die Fenster. So, durch die Fenster können sie nämlich oft springen. Das will ich nicht. Drum Fenster weg. So, nach hier. Nein, hier lässt sich auch niemand schlagen. Hier aber. Okay, hab ich dich. Und sie rennen in die andere Richtung. Und sie macht die Tür zu. Schade. Gut, dann mache ich die Tür kaputt. So, dort hinten hat aber auch jemand nicht den Skillcheck hinbekommen. Oder war das hier? Das war der Geselle hier. So. Du wirst jetzt zu einer Katze. Der ist da schön in eine Sackgasse gelaufen. So, hallo. Na gut. Vielleicht erwische ich hier noch jemanden. Sie rennt garantiert nach draußen. Okay, links lang, da habe ich nichts kaputt gemacht. Also ich la... Ach, na toll, da war kein... Wäre da eine Tür gewesen, wäre das so schön geworden. So, und sie hat sich hingehockt. Wenn man sich als Gambler hinhockt, das habe ich auch erst kürzlich rausgefunden, dann sieht der Devil nicht die Aura des Gamblers. Oder zumindest nur, wenn er ganz nah dran ist. Na gut, die kriege ich hier nicht mehr. So, vielleicht aber... Na toll, jetzt gerade lässt sie den Schrein krachen. Ich bin gerade weg und kann mich nicht mehr teleportieren. So, aber nochmal. Was macht sie denn? Also ich versuche mal von der Seite hier ranzukommen. Okay, jetzt ist sie aufgeschreckt. Sie hört irgendwas. Und da war der erste Schrein gemacht. Und sie ist auch noch im richtigen Moment ausgewichen. Die spielen gut hier. So, ja, wir können hier gerne im Kreis rumspringen. Ach, schade, dass man das Ziel nicht so wechseln kann. Und ich bin festgehangen. Oh. Na toll, die beiden erwische ich hier nicht. Das kann ich aufgeben. Und... Oh, die spielen gut. So, passt auf. Ich habe jetzt wenigstens genug Punkte, um mir eine Bärenfalle hier an den Shop zu setzen. So, und die setze ich hier hin. Okay. Hier ist er. Und er rennt wieder dort unten lang. Schade. Ja, ich muss es versuchen, die in Katzen zu verwandeln. Das ist ja schließlich meine Fähigkeit. So, und die anderen konnten jetzt hier in Ruhe unten schön die ganzen Schreine erledigen. Aber dich habe ich wenigstens. So, damit liegt immerhin eine. So, und da hinten ist wieder Mrs. Ich lasse die Schreine explodieren. Aber das schaffst du nicht. Du kannst dich mir nicht entziehen. So, jetzt wirst du eine Mieze. So, und sie läuft hier unten lang. Ich muss nur nah genug an dir dran sein, wenn du wieder Mensch wirst. Na gut, das dauert noch ein bisschen. Oh, dort sitzt jemand in meiner Falle. Und dort komme ich nicht, aber jetzt gerade nicht ran. Los, 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 teleportier dich. Schnell zur Falle. Und hier ist kein Fett. Ja, der wird sich befreien können. Aber wenigstens kann ich mir beim Shop noch eine Glocke holen und danach setzen. So, jetzt legst du. Oh, der hat ja aber hier ewig gebraucht. Das Fiese war, dadurch... dass die sich jetzt so schön haben schlagen lassen. Und ich hätte mir eine Glocke holen sollen, aber die habe ich zu spät erst gesehen. So, das schafft es aber auch nicht mehr weg dort. So, und ich kann wenigstens den Shop jetzt noch relativ sicher machen. Dort hinten hat wieder einen Schrein gekracht. So, vielleicht sitzt die gar nicht mehr dran. Doch, zack, hin. Und zu ihr jetzt, zu ihm. So, Glocke an, hier entkommst du nicht.
So, die andere wird liegen, wenn sie wieder zum Menschen wird. Aus, sie wird jetzt befreit. Aber das sieht, glaube ich, gerade ganz gut für mich aus. So, ich werde jetzt versuchen. Okay. Okay, dann verwandle ich dich halt jetzt in eine Katze. Zack, Miezekatze. So, und wenn ich dich jetzt halbwegs, dir halbwegs folge, dann bist du tot, ne? So. Ich meine, die Katze, die ist natürlich noch schneller als ich und alles. Ich kann sie auch nicht einklemmen oder so, das wäre auch ein bisschen fies. So, meine Katze. Du willst doch nicht wieder ein Mensch werden, oder, Kätzchen? Nein, nein, nein. Sowas machen liebe Katzen gar nicht. So, ich... Ach, verdammt, sie läuft hier hinten rum. Und jetzt ist sie wieder ein Mensch. Dort an dem Fenster sehe ich sie noch nicht lang laufen. So, passt auf, ich mach's mir ganz einfach. Vielleicht kann ich sogar schon mal jemanden töten. Oh. Ich habe sie gerade eben gehört, ja. So, jetzt ist der erste zumindest so gut wie ausgeblutet. Zack, zack. Sie ist dort. Ja, na los, halt euch ruhig. Bing gibt's halt eins auf die Glocke. Mit der Glocke. So. Gefällt Oma gar nicht. Und jetzt kann ich euch töten. So, das war's auch schon. So, erstes Herzchen fürs Kätzchen, dann das nächste. Frag mich, wo die letzte hingekrochen ist. Die wird wahrscheinlich gerade ausbluten. Irgendwo. So, aber da konnte ich es nochmal ganz gut rumreißen. Nur zwei Schreine konnten sie erledigen. So, die fallen hier beim Shop. Die haben, denke ich, ihren Job ganz gut erledigt. Na gut, nee. Da habe ich mich zu oft verklickt, aber der ist auch sowieso ausgeblutet. So, süßer, süßer Sieg. Und es gab auch wieder reichlich Punkte. Da freue ich mich. Denn dadurch wird meine Katzenoma immer stärker im Level. So, wollen wir doch mal schauen. Na gut. Rangtechnisch waren sie unter mir mit Rang 11, aber leveltechnisch 13, 26, 10, 11. Doch schon auf meinem bzw. höheren Niveau. Komisch von Items. Okay, Teleportationskette hatte ich mal mitbekommen. Ja, na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!